Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Feldexkursion. Sie wundern sich bestimmt gerade, was ich hier mache. Ich bin auf der Suche nach Stroh und wenn man sich jetzt hier das Stroh schon genauer betrachtet, sieht man, dass es dunkel und schon langsam morsch wird. Also die Strohverrottung ist voll im Gange. Besonders jetzt unter Raps hat die Strohverrottung begonnen und wir haben ja auch ideale Bedingungen dafür. Der Boden ist feucht und warm. Außerdem braucht das Stroh zum Verrotten noch Stickstoff, genauso wie Ihr Raps. Also haben Sie Ihren Raps früh gesät, hat der jetzt schon 6, 8 Blätter, dann werden Sie sehen, dass der dann auch Stickstoffmangel erleiden kann. Im 8-Blatt-Stadium werden die Ertragsanlagen angelegt. Es ist wichtig, dass er jetzt nicht mehr hungert. Laut neuer Düngeverordnung haben Sie die Möglichkeit, zu ausgewählten Kulturen wie eben Winterraps oder Wintergerste Stickstoff zu streuen, sofern Sie Bedarf haben. Vergessen Sie bitte nicht die Obergrenzen, 30 Kilogramm Ammonium und maximal 60 Kilogramm Gesamtstickstoff pro Hektar dürfen Sie im Herbst ausbringen. In den früh gesäten Getreidebeständen steht jetzt dann auch so langsam eine Herbizidmaßnahme an, wenn Sie vorhaben, hauptsächlich mit bodenaktiven Wirkstoffen zu arbeiten. In diesem Jahr haben wir zwar noch feuchte Bedingungen, ganz anders wie letztes Jahr, aber nutzen Sie diese Bodenfeuchte, um eben eine gute Wirkung von Bodenwirkstoffen zu erzielen. Besonders Flufinazet und Penimetalin fallen mir gleich ein, die sehr hohe Ansprüche an die Bodenfeuchte haben. Ansonsten ist ein feines Saatbett sehr entscheidend für die Wirkung. Ich wünsche Ihnen schöne Tage. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Tschüss.